German Open 2022. Die Tenniswelt schaut nach Berlin. 5 Tage lang kämpfen die besten Rollstuhl-Tennisspielerinnen und Spieler der Welt bei den 32. German Open auf der Anlage des BTTC Grün-Weiß um die heiß begehrten Titel. Es war ganz besonders für mich, weil ich das erste Mal hier an den German Open teilgenommen habe. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr auf der internationalen Rollstuhl-Tennis-Tour unterwegs und hatte bisher noch nicht die Ehre, in Deutschland spielen zu können. Der Center Court in der Hauptstadt bleibt ein gutes Pflaster für die Chinesin Shen Zhen Su. Schließlich ist die Siegerin von 2019 auch die Siegerin von 2022. Eine starke Leistung zeigte Su schon im Halbfinale gegen die letzte deutsche Hoffnung, Katharina Krüger, die sie in 2 Sätzen besiegte. Auch im Endspiel gegen die Japanerin Manami Tanaka demonstriert die Chinesin, die aktuell Platz 6 der Weltrangliste belegt, ihre Stärke und entscheidet das Match mit 6:3 und 7:5 für sich. Manami Tanaka ist eine gute Spielerin. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, an solch einem schönen Tag. Ich hoffe, nächstes Jahr wiederzukommen. Ganz leer gehen die deutschen Damen bei diesem Turnier aber nicht aus. Denn mit Britta Wendt taucht ein neuer Name in der Trostrunde des Turniers auf. Die 26-Jährige behauptet sich im Finale mit 6:2 und 6:2 gegen die Schweizerin Angela Großwieler, nachdem sie ihr Potenzial schon in den vorherigen Runden eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mein Spiel macht besonders, dass ich versuche, relativ aggressiv und konsequent zu spielen. Das ist der Spielstil, den ich spielen möchte, auch in Zukunft, auf dem ich aufbauen möchte. Und ich glaube, damit konnte ich meine Gegnerin dann ein bisschen aus dem Konzept bringen, weil sie nicht ins Spiel gefunden hat. Takuya Miki heißt der neue Sieger im Herreneinzel. Denn schließlich startet der Titelverteidiger Tom Ekbering derweil in Wimbledon. Doch schon im Halbfinale sind alle Augen nur auf Takuya Miki gerichtet. Hier besiegt er den topgesetzten Spanier Martin de la Puente. Und diese Leistung kann Miki auch im Endspiel gegen Rubens Bagan aus den Niederlanden abrufen. Nach dem 6:3 Satzgewinn im ersten Durchgang lässt sich Miki trotz Verlust des zweiten Satzes nicht mehr aus der Ruhe bringen. Der dritte Satz geht dann wieder eindeutig mit 6:2 an den Japaner. Gegen ihn zu spielen ist immer hart. Er hat eine sehr gute Vor- und Rückhand und ich muss deshalb immer die Ruhe bewahren. I have to keep the consistency. Rubens Bagan kann nach der Niederlage im Einzel seiner Titelsammlung trotzdem noch eine weitere Trophäe hinzufügen. Mit seinem niederländischen Doppelpartner Michael Scheffers, dem zweifachen Olympia-Bronzemedaillengewinner, ist er im Doppelwettbewerb bei den Herren außer Konkurrenz. Und das wird auch im Finale auf dem Center Court deutlich. Nachdem die Nummer 10 und 13 der Welt schon ohne Satzverlust ins Endspiel eingezogen sind, lassen sie auch gegen Alexander Cataldo und Martin de la Fuente nichts anbrennen und sichern sich den Titel mit 6:2 und 6:3 im Schnelldurchgang. Ich denke, wir haben den ersten Satz großartig gespielt. Das Einzige, was ich tun musste, war den Ball im Spielfeld zu behalten und er hat dann alles beendet. Wir sind ein ziemlich gutes Doppel. Mit der Siegerehrung auf dem Center Court geht das hochklassige Weltranglistenturnier German Open Wheelchair zu Ende und damit auch das große Jahreshighlight im Tenniskalender des BTTC Grün-Weiß. Aber schon jetzt werden hier die Tage rückwärts gezählt, bis die Tenniswelt wieder nach Berlin schauen darf.